Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Und heute der zweite Teil, und zwar dieses tolle Bild in einem beleuchteten Bilderrahmen. Also das haben wir ja im ersten Teil gemacht. Das habe ich jetzt hier oben einmal rundherum abgeschnitten und nochmal ein bisschen mit Stempelfarbe den Rand geinkt. Und ich habe zwei Löcher reingemacht, und zwar einmal da und einmal da. Wenn ihr das so seht, da seht ihr das, ne? Mit so einem Loch reingemacht. So, und das packe ich jetzt hier hin. Und jetzt hole ich mir mal Kleber. Ich hoffe, dass das jetzt noch funktioniert hier. Und mache hier so ein bisschen Kleber rauf. So, und dann habe ich mir so eine Folie genommen. Und zwar ist diese Folie von Karin Jittenmeier. Das ist so eine Effektfolie. Weiß ich gar nicht, warum. Ich denke mir mal so rum. So. Ach so, dieser Rahmen übrigens, der ist von Teddy. Den habe ich einmal jetzt auseinander gemacht. So, jetzt mal gucken. Und das hier auch so, dass das gerade ist, das Bild. Das sieht gut aus. So. Und dann habe ich das schon mal da drauf. Und da fehlt noch ein Stück, also habe ich noch so ein Stück abgeschnitten. Und das kommt da auch raus. Ihr werdet jetzt auch sehen, dass so ein Bilderrahmen zu machen wirklich kein Hexenwerk ist. So. Jetzt habe ich da zwar so eine kleine Überschneidung, aber da kann ich mit leben. So. Darauf mache ich jetzt so ein Transparentpapier. Mache ich auch da oben fest. So, und damit das auch gut jetzt hier klebt, mache ich hier nochmal, mache noch einen zweiten Bogen rein. Und klebe das dann hier so fest, dass das auch alles schön hält. Genau, so. Dann kommt als nächstes die Lichterkette rein. Da habe ich einfach so eine ganz normale Lichterkette. Die gibt es ja jetzt überall wieder zu kaufen. Kaufen wir dann um diese Zeit kaufe ich mir immer ein paar Stück davon. Weil nachher sind die, zu Weihnachtszeit sind die alle ausverkauft, immer habe ich festgestellt. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier auch nochmal da. Ich will auf alle Fälle eine Leuchte haben, wo ich die Löcher gemacht habe. Dann nehme ich mir jetzt noch mal Tesafilm. Und mache schon mal eine Leuchte hier fest, wo die Lampe ist. Also da, wo ich das Loch gemacht habe. So, da ist das Loch. So, dann ist die da schon mal fest. Und eine zweite suche ich mir auch noch aus. Die mache ich dann nach vorne hin. Wo das zweite Loch für die Lampe ist. So. Genau, die anderen können dann einfach hier so rumdüdeln. So. Dann war dieses Passepartout drauf, das mache ich auch wieder rauf, und da habe ich eine Ecke abgeschnitten, einfach mit der Schere, damit das Kabel da rausgucken kann. So. So, die schön da drunter, damit sie auch schön leuchten. Na. Sehr Draht, das kann man sich so ein bisschen hinfummeln. Und dann das letzte Teil oben drauf, und da auch habe ich auch, kann man einfach mit der Schere abschneiden, das ging total gut. Und das setze ich jetzt auch einfach auf. So, das war schon mal der erste Teil. Und ach hier, mal gucken. So. So. Jetzt ist das richtig drauf. Jetzt muss ich diese
Krampen hier wieder umbiegen. Und die Kette, die mache ich hier noch ab. Das ist so, dass man das hinstellen kann und auch mit der Kette aufhängen kann. Aber die Kette ist hier so an der Seite, also das macht gar nicht so wirklich Sinn. Aber da musste ich mir dann noch ein anderes Werkzeug holen, die richtig abzumachen. So, jetzt drehen wir das Ganze um und hoffen, dass das gerade ist. Das sieht gut aus. So sieht das schon mal aus. Und jetzt diesen Streifen sieht man gar nicht so dolle. Dann habe ich mir hier einmal sowas fertig gemacht. Anti-Stress-Licht habe ich da drauf. Und das mache ich jetzt mit, ich mache das doch mit Kleber drauf, weil das soll ja auch richtig fest sein. Dann nehme ich den Action-Kleber, den Action-Alles-Kleber, der alles klebt. Und ich habe für euch auch noch die Tage in Temo Hall. Da habe ich mir jetzt mal verschiedene Pinsel ausgesucht. Und da waren welche beide, sind so klasse. Jetzt zeige ich euch dann. So, und dann habe ich nochmal abgestempelt, dieses Motiv. Habe ich vorher das Papier eingefärbt. Und anschließend habe ich es raufgestempelt in schwarz. Und dann noch ein bisschen koloriert. Und das mache ich jetzt auch mit ein bisschen Kleber rauf. Wie gesagt, ich nehme diesen Kleber und wenn der über Nacht ist, dann ist das auch trocken nachher. Dann ist es auch fest. Da habe ich auch schon Metall mit gemacht. So. Und das hat auch gehalten. So. Noch mal ein bisschen rüber. So, jetzt kann ich das auch noch ein bisschen höher machen. So, das gefällt mir am besten. Den Kleber kann man noch ein bisschen abwischen, wenn der darüber ist. Und dann habe ich hier noch die zwei Pilze gemacht. Und das mache ich jetzt genauso. Auch mit ein bisschen Kleber, also nicht so viel, wie ich eben genommen habe hier. Einmal den Pilz da so ran. Das will ich noch mal mit dem, wenn wir mal einmal abnehmen hier, so ein bisschen so biegen. So, das ist besser. Sieht schon an, der trocknet auch relativ schnell. So, und ja, und dann habe ich noch den zweiten Pilz koloriert und den klebe ich jetzt auch noch hier rauf. So, mache ich auch hier unten ein bisschen. Also mit doppelseitigem Klebeband oder auch mit also mit doppelseitigem Klebeband oder mit Pads habe ich die Erfahrung gemacht, dass da die Kraft nachher nachlässt und dass das dann abgeht. Und mit diesem Kleber bleibt es auch echt dran. So, das war schon das ganze Geheimnis. Jetzt haben wir überlegen, ich glaube, ich mache noch ein paar Steinchen rauf. Und die passen da noch mal drauf. So, hole ich noch mal welche. Ja, ich suche gerade meine Steine hier, die goldenen. Mal mit rüber nehmen hier. So. Ja. So. Da kommen dann noch ein paar Steinchen rauf. Und ihr seht, das ist überhaupt gar nicht schwierig zu machen, so ein Bilderrahmen.
Und eine tolle Geschenkidee oder auch für eure Deko. Ach, hier habe ich noch Kleber. Gut, das kann ich aber nachher noch mal wegmachen. So. So. Und fertig ist der beleuchtete Bilderrahmen. Heute mal ein richtig kurzes Video, weil ich das alles schon vorbereitet habe. Aber es ging ja darum, euch mal zu zeigen, wie schnell man so einen beleuchteten Bilderrahmen macht. So, jetzt mache ich mal hier aus und hier an. So, und das sieht so toll aus. Es ist leider nicht in der im Video so zu sehen. Also über die Kamera kann ich das leider nicht so einfangen, wie toll das wirkt. Also es ist ein richtig toller Blickfang und ja, bin schon gespannt, was ihr sagt. Also das könnt ihr ganz leicht nachmachen. Ne, das müssen ja jetzt nicht Lavina-Stempel sein. Ihr könnt ja Stempel nehmen, die ihr so habt und dann da draufsetzen. Und ja, das ist einfach, ich finde es total schön. Das kommt bei uns jetzt ins Wohnzimmer rein. Das wird jetzt eine Dekoration für uns. So, ihr Lieben, das war's. Das war das ganze Geheimnis eines beleuchteten Bilderrahmens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße. Wie immer, bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao!